Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Ray Butliner und ich freue mich sehr, dir das heutige Aszendentenzeichen in Steinbock erklären zu dürfen. Wenn du nicht weißt, was es genau mit dem Aszendenten auf sich hat, dann schau dir sehr gerne mein Intro-Video zu meiner Aszendentenreihe an. Das Video hierzu habe ich hier oben für dich verlinkt und dort nochmal ausführlich erklärt, was es mit dem Aszendenten auf sich hat. Let's go! Mit Aszendent Steinbock bist du sehr fähig, organisiert und strukturiert und das gepaart mit dieser gewissen Ernsthaftigkeit. Obwohl du sehr realistisch und bodenständig bist, setzt du dir ziemlich hohe Ziele. Das Interessante und Paradoxe bei dir ist, dass obwohl du dir sehr hohe und ambitionierte Ziele gesteckt hast, du gleichzeitig Angst hast, diese nicht erreichen zu können. Du hast etwas Ängstliches und Zurückhaltendes. Um diese Energie besser verstehen zu können, führe ich hier als Beispiel Wladimir Putin an. Wladimir Putin ist zwar nicht Aszendent Steinbock, sondern Aszendent Skorpion, hat aber den Herrscherplaneten des Steinbocks, Saturn, sehr stark in seinem Gesamthoroskop vertreten. Und wenn du dir Wladimir Putin mal genauer anschaust, wird dir auffallen, dass Wladimir Putin trotz dieser sehr krassen Autorität etwas leicht Zurückhaltendes und teilweise Schüchternes, Ängstliches hat. Der Grund, warum ich Wladimir Putin hier angeführt habe als Beispiel, ist einfach der, dass du diesen Mann, obwohl er so erscheint, besser mal nicht unterschätzen solltest. Das Interessante bei dir ist ein gewisses Wechselspiel zwischen Fähigkeit, Vorsicht und Demut. Im Laufe deines Lebens wirst du lernen, dich deinen Ängsten zu stellen, diese überwinden und somit sukzessive ein starkes Selbstbewusstsein aufzubauen, indem du deine hochgesteckten Ziele einfach erreichst. Das Gute bei dir ist, egal wie viele Ziele du erreichst und wie erfolgreich du im Leben wirst, du wirst nie die Bodenhaftung verlieren. Der Herrscherplanet Saturn sorgt dafür, dass die Eigenschaften des Saturn bei dir sehr stark ausgeprägt sind. Du bist sehr fähig, hast starke Führungsqualitäten, bist geduldig und sehr ehrgeizig. Und eben genau das befähigt dich dazu, sehr große Herausforderungen bewältigen zu können und diese zu meistern. Währenddessen bist du gleichzeitig ängstlich, unbeholfen und neigst zum negativen, pessimistischen. Das Paradoxe bei dir ist, dein ausgeprägter Ehrgeiz gepaart mit dem Zweifel an deine Fähigkeit, die Dinge zu erreichen, die du dir vorgenommen hast. Das hat etwas sehr, sehr Lebendes. Und ein abgerundetes Bild von dir zu bekommen, ist es wichtig, dass man auch gleichzeitig hierzu eben deine Sonnenstellung abcheckt und deinen Mond. Und in diesem Kontext ist eben auch der Mars, der für deine Durchsetzungskraft steht, sehr, sehr wichtig. Eines deiner Hauptmerkmale ist ein starkes Machtstreben und eine Kontrolle über deine materiellen Ressourcen. Um zu sehen, in welchem Bereich sich dieses Verhalten widerspiegelt, ist es wichtig zu schauen, in welchem Haus und in welchem Zeichen sich der Herrscherplanet Saturn befindet. Du hast etwas sehr Strenges und Ernstes und wegen deiner sehr ausdauernden, harten, effizienten, strukturierten, konzentrierten, fokussierten, disziplinierten Arbeit respektiert man dich sehr und nimmt dich auch meist als sehr hohe Autoritätsperson wahr. Eines seiner Haupttalente ist es, die Widerstände und Herausforderungen in deinem Leben zu überwinden, indem du einfach praktisch und effizient die dir zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzt. Dein Verantwortungsbewusstsein ist sehr stark ausgeprägt und drängt dich zu Leistung und großem Erfolg. Und deswegen müssen deine Ansätze sorgfältig geplant und strukturiert werden. Eines der schwierigsten Merkmale ist diese heftige Härte dir selbst gegenüber. Du neigst einfach dazu, immer nur das zu fokussieren, was du im Leben nicht geschafft hast. Du solltest lernen, mehr die Dinge in deinem Leben zu fokussieren, für die du dankbar sein kannst, um somit eine geduldigere Herangehensweise zu manifestieren und zu gewährleisten. Dein Herrscherplanet Saturn lehrt dich, wie du durch Geduld, Hingabe und Ausdauer erfolgreich wirst. Ebenfalls lehrt er dich, wie wichtig es ist, gewisse Grenzen, Gesetze und Strukturen zu erkennen und diese auch einzuhalten. Weil dein Ruf und ein gewisser Status dir sehr wichtig sind, ist es sehr wichtig für dich, deine Ambitionen zu entwickeln, um deine Ziele zu erreichen. Eines deiner größten Herausforderungen ist es, deine eher negative, pessimistische Betrachtungsweise dem Leben gegenüber zu durchschauen und deine Erwartungshaltung zu hinterfragen, welches du dem Leben gegenüber hast. Das Problem ist bei dir, dass du meistens glaubst, dass das Leben einfach hart ist und hart sein muss. Hier ist Vorsicht geboten, weil dem einfach nicht so ist. Das Leben kann hart sein, muss aber nicht immer hart sein. Aber dadurch, dass du es so betrachtest, wird es auch meistens dir sehr, sehr hart entgegenkommen. Sehr wichtig für dich und gerade in der Paarastrologie ist dein gegenüberliegendes Aszendentenzeichen, welcher bei dir der Deszendent Krebs ist. Und das bedeutet, dass man dich im Idealfall
am besten so ergänzt mit einem Menschen, der den Aszendenten Krebs hat oder der die Sonne im Krebs hat oder der diverse andere Planeten in deinem Deszendentenzeichen Krebs hat. Mich würde sehr interessieren, was du mit dem Aszendenten Steinbock bis jetzt für Erfahrungen gesammelt hast. Teile dein Wissen und Erfahrung mit uns und lass mir sehr gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video hier gefallen haben sollte, würde ich dich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer Community werden möchtest, bist du herzlich willkommen. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Am besten aktivierst du die Glocke, indem du sie so betätigst, dass diese bimmelt, sobald ich wieder ein neues Video hochgeladen habe, welche demnächst auf jeden Fall noch en masse folgen werden. Schön, dass du hier warst, dein Ray, und bis zum nächsten Mal.